Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ich bin jetzt hier kurz im Pausenbildschirm, weil der Ralof die ganze Zeit nur labert. Der will die ganze Zeit, dass wir diese Leiche plündern von Gunja. Und, nein. Deswegen war die Abmoderation in der letzten Folge schon zu kurz gewesen. Deswegen habe ich jetzt kurz Pause gedrückt, damit uns nicht wieder dazwischen redet. Ja, zweite Folge. Erste Folge war mir ja erstmal beschäftigt, uns selbst zu finden. Wir mussten erstmal tief in uns gehen und erstmal herausfinden, wer wir überhaupt sind. Wir sind jetzt Aaron. Und dann hat uns ein Drache im Prinzip gerettet. Wir sollten hingerichtet werden und letzten Endes wurden wir gerettet, weil er uns angegriffen hat. Deswegen blieb dafür keine Zeit. Und jetzt sind wir, hätten mit Hadvar oder Ralof in die Festung fliegen können. Letzten Endes sind wir, glaube ich, jetzt mit Ralof gegangen. Und, ja. Ich würde jetzt sagen, wir lassen ihn jetzt uns, er wird jetzt, wenn wir jetzt aus dem Pausenmenü rausgehen, würde er gleich nochmal sagen, nimm dir ruhig die Leiche. Nee, ich soll mir nicht die Leiche nehmen, ich sollte mir die Sachen von der Leiche nehmen. Ich mach's jetzt einfach. Gunja kommt nicht von den Toten zurück. Ich weiß. Nehmt euch seine Rüstung. Sei ruhig. Abgeschlossen. Plündere Gunjas Leiche noch. Hab ich sie nicht geplündert. Was haben wir denn? Wir haben eine Eisenkriegsachse, wir haben einen Sturmmantel, Brustpanzer und einen Feldstiefel. So, alles nehmen. Und, na schön. Der ist nackig. Die Rüstung an und... Mit Kreis... Ja. So. Waffen haben wir, die Eisenkriegsachse. Ausrüsten mit R auf R1. Bekleidung haben wir. Wir haben aktuell die Fußlappen, machen wir nett. Wir machen Fellstiefel und Sturmmantelbrustpanzer. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Mach mal. Haja. Ah, die ist verschlossen. Verrückt. Versuchen wir es mal beim Tor. So, uns wird das wahrscheinlich eh während es im Laufe des Spiels erklärt, aber mit L3 kann man ducken. Verdammt. Schleichen sozusagen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist verrückt. Und mit R3 schon, können wir in die Ansicht wechseln. Entdeckung. Entdeckung. Ja. Öffne dieses Tor. Drücke Viereck, um deine Waffe bereit zu machen. Jetzt habe ich sie zurückgesteckt, weil ich sie schon bereit gemacht habe. Bam! Attacke, unser erster Kampf gegen einen kaiserlichen... Ach, gegen diese. Ja, du wolltest uns einfach verrecken lassen. Du blöde Kuh. Oh, hallo. Drücke L1, um zu blocken. Okay. Soll ich die Leichen plündern? Willst du mir das damit sagen? Kaiserlich. Ah, oh, okay, der macht auch mal mit. So, kaiserliche Rüstung. So, jetzt haben wir hier natürlich diese Übersicht. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel ja schon gespielt. Ich kenne mich noch halbwegs damit aus. Es war jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber wir sehen rechts unten, dass wir eine Traglast haben. Aktuell ist das Gewicht 23. Insgesamt können wir 300. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach hier alles mit. Wir gucken es uns natürlich einzeln an. Kaiserliche Rüstung. Oh, nackig. Kaiserlicher Offiziershelm. Noch nackischer. Kaiserliche Stiefel. Mensch. Aber die Unterwäsche lassen wir hier mal. Kaiserliche Armschienen. Das kaiserliche Schwert. Und ein Eisendolch. So, und was können wir hier noch vom kaiserlichen Soldaten? Beschlagene kaiserliche Rüstung. Kaiserliche leichter Helm. Dafür kriegt man natürlich alles dann Geld, wenn wir das verkaufen. Und da wir eh genug Traglast haben gerade, können wir das auch machen. Hier stehen wir nun mit einem... Sei ruhig. Sei einfach nur ruhig. So, Bekleidung. Was haben wir denn jetzt? Die mit den Pfeilen, das haben wir ausgerüstet. Feldstiefel. Das bringt uns... Hier, die Fußlappen, die können wir fallen lassen. Und ja, das können wir auch fallen lassen. Brauchen wir nicht. Die Armschienen legen wir uns jetzt einfach mal an. Da haben wir eh keine. Leichten Armschienen bringen uns auch nichts. Da wir aber kein Geld haben, nehmen wir sie erstmal noch mit. Kaiserliche leichte Stiefel. Rüstungswert steigt um 1. Das haben wir rechts unten gesehen. Kaiserliche Rüstung. Hier sehen wir es nochmal. Das steigt um 4. Da ziehen wir die jetzt an. Kaiserliche Stiefel auch nochmal um 4. Der Helm. Siehst du, damit sind unsere Haare doch schon wieder egal. Aber es ist Rüstung plus 12 und hier Rüstung plus 19. Wir laufen jetzt einfach mal wie ein Kaiser rum, ja, von der Kaiser. Mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Naja, so, was haben wir denn hier alles? Nehmen, Krug. Komm, wir nehmen alles. Nimm, was du kriegen kannst. Besen. Wo kam die denn her? Warte mal. Oh, hier ist dunkel. Oh, hier können wir raus zur Himmels... Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rausgehen, sind wir tot. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Och Mann, ich wollte raus zum Drachen. Ist doch auch eine Echse. Also von daher, ich weiß, es ist eine Beleidigung für jeden Drachen, aber trotzdem. Was ist denn hier drinne? Oh, cool. Einfach mal ein bisschen umsetzen. Komm, wir setzen uns erstmal hin. Das müssen wir jetzt erstmal hier verdauen. Also das, so einfach ist das jetzt nur nicht.
Nee, da steht. Warum stehst du denn schon wieder auf? Na, er hat's verdaut anscheinend. Menno. Hoi. So. Ach, ein was wollte ich noch gucken. Objekte? Waffen habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ich da jetzt auch. Jo, zack. Nee, falscher Knopf. So, jetzt haben wir zwei Waffen ausgerüstet. Hallo. Hast du eine Taschenlampe für mich? Was haben wir hier? Können wir erstmal wieder wegstecken. Wow. Stand da nicht gerade jemand? Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Leben fliegt ihr uns nicht. Die Gefangenen entkommen. Wir haben uns null mitbekommen und er greift die einfach an. Wir hätten uns von hinten einhändig verbessert. Wir hätten uns von hinten anschleichen können. Nein. Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke findet. Optional, durchsuche das Fass nach Zaubertränken. Ja, machen wir gleich. Kaiserlicher Soldat. Wir haben immer noch, es bringt Kohle. Und wir können noch Sachen aufnehmen. Wegschmeißen können wir sie dann immer noch. Den Eisendolch lassen wir ihm. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja, die können wir hier, euer Dolch. Der hebt wenigstens noch die an den Arm. So, ich leg mal erstmal weg, da mal eine bessere Übersicht. Was haben wir denn hier? Zaubertrank der kleinen Heilung. Wein immer gut. Brauchen wir immer auf unserer Reise. Wir haben auch schon einen Krug. Wir müssen hier nicht jeden einzelnen Krug mitnehmen. Das wird dann einfach ein bisschen zu viel. Salz, das wird wichtig sein. Zaubertrank der geringen Magika. Was haben wir denn hier? Nehmen Brot. Was haben wir noch? Gusseisentopf. Nö, lass mal. Wie gesagt, wenn wir jetzt alles mitnehmen. Oh, Kaninchen. Hohe Kaninchenkeule hinzugefügt. Fasan. Fasanenbrust hinzugefügt. Wieder ein Feuerchen. Da haben wir ja draußen nicht genug schon. So, also ich werde mich auch gründlich umschauen. Also da. Das lasse ich mir nicht nehmen. So, ein paar Zaubertränke. Zack, zack, zack. Und noch ein Fass, wo wir reingucken können. Das ist leer. Hier mal ein paar Säcke, ein großer Sack. Stellt einen Gesundheitspunkt wieder her, darauf jetzt mal geschissen. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber es ist einfach so. So, nehmen Korb. Das nehmen wir mit. Salz nehmen wir mit. Das wird man dann später brauchen, wenn wir ein paar Sachen zusammen kredenzen werden. Ja, fertig. Dann gehen wir weiter. Ey, wie er die Türen einfach aufmachen kann, ohne irgendwas, irgendeine Hand zu bewegen. Obwohl, der rennt wahrscheinlich immer nur mit dem Kopf dagegen. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Voll... Für Ulfred und Himmelsrand. Wen greifen wir jetzt an? Wir greifen jetzt den hier an. Angriff. Yes. Ja, ich weiß, ich hab dich wahrscheinlich getroffen. War Jarl Ulfric bei euch? Nein. Folterer durchsuchen. Wir haben immer noch gleich über zur Stahldolch. Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit der... Ja, ja, ihr könnt gleich zu Ende reden. Eisenstreitkolben. Aufgetaucht. Ich lasse sie nicht zu Ende reden, nein. Eisenstreitkolben. So. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Aufschließen, Käfigchen, Novize. So. Benutze L, um den Dietrich zu drehen und R, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Aha, nein. Hier, na? Wie viele Dietrich haben wir denn? 12. Nee. Nee, fast. Yay, der erste Dietrich. So. Sie brauchen wieder das Gold, wenn wir hier rauskommen. Nee, jetzt hau ich mir die Tür noch gegen den Nuss. Schnappt etwas Nützliches und dann los. Zaubertrank, Zauberbuch, Funken, Gold, 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 Gold. Hast du noch irgendwas bei dir? Gold, Zaubertrank. Zaubertrank. Novizen steigert Magika um 30. Die Novizen Kapuze. Novizen Magika regeneriert sich 50% schneller. Das ist. Diese mega leichten Dinger kosten.
echt, also nicht viel, aber bringen echt ein bisschen Geld ein. Und sie haben auch immer so Nebeneffekte. Das ist eigentlich total hilfreich. Es ist halt auch irgendwie ein bisschen die Frage, ob wir als Agonia, also wir können schon Flammen beherrschen. Wiederherstellung, Heilung haben wir auch. Heilende Haut, das ist unsere, stimmt, um im Kampf deine Gesundheit 60 Sekunden lang 10-mal schneller zu regenerieren. Krankheitsresistent und Wasseratmung, das sind die aktiven Effekte, die immer vorhanden sind. Jetzt gehen wir mal kurz hier rüber. Und jetzt würde ich mir nämlich lieben, nee, Bekleidung, diese Kapuze aufsetzen. So, und jetzt, wenn wir jetzt, zack, badam! Das gefällt mir. Ich werde wahrscheinlich echt auch viel auf Magie setzen. Was haben wir hier noch? Eisenstreitkolben. Jetzt haben wir links unten unsere Magieleiste. Eisenschild könnte man dann zum Verteidigen nehmen. Brauche ich aber nicht. Lesen. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Band 1. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt wirklich anfangen hier diese Bücher zu lesen, ne? Das ist viel zu viel. Ich kann die gerne für euch durchblättern und ihr drückt immer dann Pause und könnt es euch gerne durchlesen. Aber wenn ich die einzeln durchlese, nein. Das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So, hier ein paar Dietrichen nehmen wir noch mit. Was haben wir jetzt hier? Hä? Ach, komm. Bücher. Genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Es gibt solche Bücher, da kann man halt dann Zauber lernen, wie wir es gerade gesehen haben. Was soll ich da noch erklären? So, das Band hatten wir ja gerade, ne? Gut. Gut, gut. Was da? Achso, schließe Tür. Jetzt können wir nämlich auch Funken sprühen. Ach, warte mal. Wir haben doch hier noch die anderen Gitter. Der Punkt ist der, man verbessert ja sein... Einen Moment, nehmen wir kurz raus. Muss ich jetzt hier hin? War das hier? Nee, hier war das nicht. An diesem Ort kannst du nicht warten. Achso, man könnte ja warten. Stimmt. Ach, hier springe ich. So wird das. Nee, das will ich gerade nicht machen. Fertigkeiten, genau. Da gibt es nämlich diesen wunderschönen großen Fertigkeitenhimmel, wo du dich wirklich echt auf etwas spezialisieren solltest. Schießkunst, leichte Rüstung, Schleichen, Schlossknacken, Taschendiebstahl. Das kann sich alles irgendwie im Laufe der Zeit ändern. Es kann sein, dass ich mich zu Beginn auf irgendwas konzentriere und dann irgendwie rausfinde, dass das andere doch besser ist. Und die kannst du natürlich verbessern, indem du es einsetzt. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal, auch wenn wir vielleicht dahinter jetzt nichts finden, nehmen wir jetzt einfach mal diese Zelle mit. Na? Und diesbezüglich halt ein paar Erfahrungs... Oh, Junge! Und diesbezüglich halt auch ein... Na, ich bin gerade ein bisschen zu ungeduldig. Und hier halt auch ein paar, ich fange den Satz jetzt ein viertes Mal an, um hier halt ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Finden wir hier was? Nö. Aber Erfahrungspunkte dafür. Aber nur für diese Fähigkeit halt. Nehmen wir den hier noch mit. Fast. Tada! Es geht auch mal ohne einen Dietrich abzubrechen. So, Knochen brauchen wir nicht. Gut, okay. Ich fand das jetzt einfach mal wichtig. Obwohl jetzt, wo wir gerade unterwegs sind mit anderen, weil wir können ja unseren Mitmenschen auch Schaden zufügen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir jetzt einfach... Wir haben ja jetzt schon jemandem Schaden zugefügt, dass wir jetzt einfach hier einen Eisenstreitkolben nochmal nehmen, bevor wir hier irgendwie Magie einsetzen. Und eventuell noch hier unseren guten Ralof treffen. So, hier auch noch aufschließen. Bringt alles Punkte und das werden wir später irgendwann brauchen. Also, Sachen öffnen. So, BH und so ist echt wichtig. Wenn du das als Mann nicht kannst. So, jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt haben wir da Fertigkeitspunkte dazu bekommen. Die Leiste hat sich erhöht. Du willst jetzt natürlich noch das unterste Level. So, zack, da brauchte ich nicht mal den Dietrich bewegen. Was haben wir hier? Geldbeutel, sehr schön. 15 Münzen, das ist nicht schlecht. Skelett durchsuchen, da ist in der Rippe sind auch noch ein paar Goldmünzen. Knochenmehl wird dann auch nochmal wichtig sein. Darauf kommen wir dann aber später zurück. Damit können wir jetzt gerade aktuell noch nicht viel anfangen. Aber da kommen wir dann später drauf zurück. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier runter, okay. Haben wir ein paar Gegner? Nö, okay, die gehören alle zu uns. Das Skelett durchsuchen hat auch ein paar Münzen zwischen seinen Rippen. Knochenmehl. Durchsuchen Soldat, der Sturmmäntel, schäbige Robe, braucht man nicht. Ah, bala, so. Die Runden sollten wir besser zusammenhalten.
Ja, mach mal auch. Mach mal auch. So. Ich. Ja, stress mich. Ey, der stresst doch nur, ey. Ich habe mir auch schon ein bisschen so Gedanken gemacht, wie lange wollen wir denn diese Folgen gestalten? Ich habe so gedacht, mindestens 20 definitiv. Ich denke mal so bis zu 25, weil wenn es wirklich solche Folgen sind, wo ich mich ein bisschen umschaue, soll ja auch ein bisschen was passieren. Ja, sei ruhig, jetzt gehe ich vor. Nervst. Ich könnte natürlich auch mit denen reden, habe ich aber keine Lust zu. Die reden ja eh die ganze Zeit, also vor allem Ralov. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher Hallo. Nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt. Wir müssen uns zurückziehen. Komm näher, kommt. Bam, bam. Und nächster Schlag, komm. Die machen ja gar nichts. Ihr dürft euch auch verteidigen. Ich kann euch nicht besiegen. Nö, kannst du auch nicht. Einhändig verbessert, sehr gut. Wow, irgendwo ist ein Bogenschütze. Aber wo? Ah, da oben. Könnte man nicht auch irgendwie rennen? Oh, einen von unseren Leuten hat's erwischt. Oh, sie hat's auch erwischt. War ich das jetzt gerade? Ich habe gerade so das dumpfe Gefühl, dass ich hier gerade den Todesstoß versetzt habe. Ja. Das war nicht mit Absicht gewesen. Definitiv nicht. So, das haben wir ja schon alles. Und mittlerweile wird es echt eng. Jetzt haben wir nur noch 51, die wir tragen können. Und hier sind nämlich Pfeile dabei. Ergo hat der auch einen Langbogen. Das wird auch sehr wichtig sein. Für mich jedenfalls. Also vom Prinzip her hatte ich eigentlich auch so von Kampfkünsten eigentlich so mal ein bisschen alles... Ich habe den Drachen gehört. Alles mögliche ausprobiert. Mal... Eisenpfeile. Schleichen, mit Pfeil und Bogen aus der Ferne immer schießen oder komplett auf Magie setzen, eben nur in so einer Robe rumrennen. Man bekommt ja im Laufe dieses Spiels ja auch einfach auch Gegenstände, wo du dich einfach mal so komplett umentscheiden musst, weil die Fähigkeiten haben, die einfach so Bombe sind, dass du die einfach auch nutzen möchtest. So, falls ich wirklich hier den letzten Todesschlag gemacht habe, ne, tut mir leid. Ja, jetzt stress mich nicht, ich muss mich gerade entschuldigen, dass ich sie umgebracht habe. Mal sehen, wo das hier hinführt. Bist du dir sicher? Mach mal. Hey, ich stehe hinter dir, Bro. La 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 la. Tageslicht, yay. Na, willst du nochmal zurück? Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. An diesem Ort kannst du nicht warten. Jetzt muss ich überlegen. Ich muss hier, wie gesagt, eigentlich... Bam, 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 bam. Hier haben wir den Langbogen. Favorit festlegen. Drücke im Spiel, steuer nach oben, um das Favoritmenü zu öffnen. Dort kannst du Gegenstände sofort benutzen. Genau so war das. Okay, geht klar. Das ist jetzt, gehört jetzt zum Favoriten. Das gehört zum Favoriten, das. Zerstörung, Favorit. Und wichtig wird auch die Wiederherstellung sein. Und jetzt, wenn wir jetzt hier hochklicken, zack, können wir hier spontan umswitchen. Hier haben wir einen Langbogen jetzt. Und mal ganz kurz raus, um das gute Stück zu zeigen. Und dann können wir damit im Prinzip dann schießen. Nee, in das Menü will ich gar nicht. So, jetzt erstmal die zwei Sachen wieder zur Hand. Mir war nämlich so gewesen, dass da irgendwie sowas war, dass man Favoriten festlegen kann. So, er steht da hinten, wird uns wahrscheinlich gleich wieder hetzen. Ja, sag ich doch. Wie ich ihn einfach kenne noch. Und hier links kann man nämlich kurz reingehen. So eine kleine Nebeninfo. Ein bisschen Geld. Das Skelett durchsuchen. Aus den Rippen wieder ein bisschen Gold rausschneiden. Das Knochenmehl mitnehmen, wird wichtig sein. Heilung. Dann ging es hier hinter noch. Geh hoch. Und es ist weg. War hier nicht mal was? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Aber anscheinend nicht. Vielleicht kann das hier, dieses kleine Let's Play, nein, klein ist es nicht, wird ein großes Let's Play, dieses Let's Play auch eine Hilfe für euch sein.
falls ihr irgendwo mal feststeckt oder falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Vielleicht kann ich euch echt damit auch weiterhelfen. Lauf, lauf, lauf. So. Würde mich jedenfalls freuen. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Ja, der nicht, aber guck mal hier. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ach, sag an. Ich habe den Weg nicht gesehen. Bin ich froh, dass ich dich habe. Willst du vorgehen? Hallo? Bist du jetzt eingeschnappt oder was? Los, geh. Spinnen! Boah, da sind noch mehr. Ihr sollt sterben. Stirb, stirb. Vor allem, die können uns normalerweise vergiften, die Spinnen ein, aber wir können... Boah, hast den ganzen Spaß jetzt unnötig gehabt. Ja, soll vorkommen. So, Frostbissgift, ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Nehmen wir einfach mal mit. Spinnen haben natürlich auch Gold dabei. Ganz wichtig. Wenn die nämlich immer sonntags auf den Markt gehen, da wo keine Menschen dann sind, da können die dann ihr Gold ausgeben. Ihr Spinnengold, wohlgemerkt. Was haben wir hier noch? Immer noch das. Normalerweise. Ah, Spinnennetzbeutel. Kannst du davon auch vergiftet werden von den Spinnen. Aber wir sind ja zum Glück resistent dagegen. Wir haben einen Eibeutel, da können wir ein Spinnenei mitnehmen, wird alles wichtig sein. Sagt euch das ein. So, bitte, bitte, bitte. Ich kann das ja jetzt schon mal an einem was verbildlichen. Ein Moment, Objekte. Ne, bei Zaubertränken war es nicht, bei Zutaten. Und zwar gibt es verschiedene Materialien, die dann zu Zaubertränken oder diversen Sachen gemixt werden können. Und jede dieser einzelnen Sachen hier hat 4, wie sagt man, Eigenschaften. Und entweder liest man diese oder man kann sie auch essen. Dann wird auch, wie ihr seht, Ausdauer senken. Jetzt wurde meine Ausdauer gesenkt. Aber jetzt könnt ihr, jetzt wisst ihr, dass ihr mit anderen Zutaten und Knochenmehl und einer anderen Zutat einen Trank herstellen könnt, womit ihr die Ausdauer senken könnt. So. Nie wieder Knochenmehl. So, wo geht's denn lang? Da, wo der Wind lang zieht. Das wird dann irgendwann echt wichtig sein. Weil man da sich auch eine Menge... Warte mal. Ich gehe falsch, okay. Weil man sich damit eine Menge Heiltränke dann auch herstellen kann, die auch wichtig werden. Deswegen schaut da einfach immer mal rein. Finde die Sache, aber jetzt brauchen wir es erstmal noch nicht. Hey, Fußball! Whoop. Tor! Vorsicht, da kommt was. So. Da oben ist schon wieder ein Skelett. Das können wir mal einstecken. So, ich folge ihm nur ganz kurz. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Dann lass es. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oh. Das war kein Lärm. Ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Lass mal. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Obwohl, eigentlich sind wir ja evil, ne? Wir sind ja eigentlich schon böse. Das muss ich echt versuchen umzusetzen. Da werde ich mich des Öfteren selber drauf hinweisen müssen. Weil ich an sich immer recht ein bisschen recht positiv das durchspiele. Aber... Obwohl, ich habe ja gesagt, unschuldig. Und die Bären kann ja nicht dafür. Warum sollte ich mich denn selber in Probleme bringen? Da. Ba. La. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Was da? Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich bin versteckt, du siehst mich jetzt nicht. Hat ihn am Stein hervorgeguckt. Das war knapp. Okay. Okay, tschüss. Ey, jetzt folgen uns hier schon die Skelette, ey. Ist ja verrückt. Okay. Komm.
Ich muss meine Figur noch ein bisschen verinnerlichen. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Na dann. Das ist doch schön. Dann gehst du jetzt schon mal raus. Ja, das hast du jetzt auch getan. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt bei der zweiten Folge von Skyrim. Wir haben es jetzt, glaube ich, rausgeschafft. Und was uns da draußen dann erwartet, sehen wir dann in der nächsten Folge bei Skyrim.